die, die wirklich an meinem letzten Magier-Rage dann und dann durch einen grausamen Tod die anderen explodiert sind. Okay, ich ich kann mir das auf den Fernseher ziehen. Live. Oh. Nice. Geil. Sag mir mal, wenn bei dir dann eine neue Runde anfängt, damit ich weiß, wie. Danke. Ach, ja. Du bist da eben bei ihm gestorben, oder? Ach so, ich bin. Ja. Bei dem Wasser Moon, ne? Da würde ich auf jeden Fall einen Ulti-Zerstörungsstab einfach in die Mitte werfen, dann der schnell weg ist. Ah, hat es hier nicht, ne? Jetzt hast du einen. Ja, so 15 Sekunden, würde ich sagen. Oh, Schwerter, der Akam. Endlich's kaputt. Aber das ist auch eine ätzende Runde, die ist die, da sterbe ich auch sehr oft. Ja. Seht, übelste Monstrositäten zu eurem Vergnügen herbeigeschafft. Ah, da muss Arse Marie Erosion wieder 8 gemacht. Gut, du, jetzt übertrumpfst du, also übertrumpfst du. Jetzt musst du wieder auf 8 machen. Und jetzt kannst du praktisch das Reste in dieses, was Stabexperte oder wie es heißt. Da würde ich jetzt mal reinputtern und dann so die Punkte setzen. Ich denke mal 75 ist genice oder 71, was du da gesagt hast, ohne Cap ist. Ja, und dann den Rest auf Taumaturg einfach hochsetzen. Oder ein bisschen mehr in Magie-Erosion, aber dann höchstens maximal so 4 Pünktchen, also 12. Aber 33 ist jetzt viel zu viel. Du bist eh schon für die Vierer-Bosse und hier für Malstrom und so ist das alles ausreichend jetzt. Jetzt müsstest du ein bisschen mehr Schaden machen. Und nun ein Tipp für die Gifte und den Zwischenrunden. Nehme ich immer die ungemütlichen Gifte schon vorher, rolle ich so durch. Weißt du, was das vorher platzt? Damit das andere in der Mitte zum Beispiel mal weg ist, weil das verhält sich neuerdings anders. Das war früher ganz anders. Sehr schön. Sehr schön. Sauberheit. Sauberheit. Warum holen die jetzt den Blitzstab? Mann. Ich gönne den jetzt so. Aber das ist eine Eisaufgabe. Hat 8-9 Mal gebraucht für den Blitzschaden. Leute, 9 Euro. Beweist es. Oh. Es sieht aus, als würde vielleicht die Herausforderin versucht es noch einmal. Ja. Sehr schön. Oh. So weit, so gut. Ich bin gerade gestorben. Oh, das sind so 15 Sekunden, würde ich sagen.
Ja, der, also da sage ich, aber verrecken ist da normal. Also finde ich, die machen alle Schaden. Das ist halt, weißt du, ist halt nicht wie. Das sind halt alles wie Todesstürmer von Liege der Schatten, finde ich. Naja, Todesstürmer schon extrem, aber zum Beispiel die Bogenschützen. Das muss so, da darf schon nicht drinstehen in dem Schuss. Auf keinen Fall. In diesem Fächer. Der killt dich. Die muss man auch öfters mal unterbrechen, wenn sie orange leuchten, die Bogenschützen. Ist egal. Ich guck jetzt einfach Stumpen ihn mal. Manchmal kommen halt jetzt, ich glaube auch drei kommen natürlich. Guck, ich glaube, das ist eine Passage mit dreien. Guck ja. Du musst auf einen, entschuldigst du dir sagen, Entschuldigung, wenn ich es ja, auf einen wirklich alles hinlegen und dann die anderen erstmal kontrollieren, ob einer von denen orange wird. Oder es einen Fächer macht. Du musst zwingend daraus, weil die drei, einer muss sofort weg. Und praktisch. Und aber die anderen beobachten, was die tun, weil einer von denen wird sie auf jeden Fall diesen Fächer oder schon den aufgeladenen Schuss geben und der, ich glaube, 28.000 Damage macht er. Da raus. So, guck raus, schön. Und jetzt einfach den Anlage auch noch mal kontrollieren. Der lädt sich auf, glaube ich. Der lädt sich auf. Pass auf, raus da. Roll. Ah, schade. Ach so, ja, sorry. Du siehst so performant aus. Schade, ja. Du hast gesehen, der hat einen orangen Schuss dir am Ende noch gegeben. Also den wird dir einer von drei noch hundertprozentig geben. Ich habe noch nie gesehen, dass man die glatt macht, ohne dass einer dir... ja, der orangene muss auch machen, der fällt mit dem Todesschuss. Ich bin ruhig, sorry. Das ist er. Ach so, im Heap, by the way, sorry. Im Heap schmeißt du die auf den Boden, also du brauchst sie nicht zu unterbrechen. Du kannst mit dem Heap arbeiten. Na, guck. Wenn er das macht, also einfach Heap vorliegt, also dann jeden. Dann. Sauber. Da würde ich. Pass auf den Orsch und Schuss auf. Bei allen jetzt. Achso, du bist woanders. Also. Ich seh's gar nicht, da komm ich auch nie raus. Doch die Tussi klar. Ah, sogar, oh, schade, zwei hast du gesehen, sogar zwei Giftflächen waren das eben, glaube ich, irgendwann. Was, das mit dem Gift ist irgendwie komisch geworden. Das war früher besser. Da würde ich mich auch. Guck mal, jetzt hast du zum Beispiel eine freie Stelle in der Mitte. Ich würde mich kaum bewegen. Ja. Ich habe nämlich mittlerweile das Gefühl, das Gift kommt, wo du hinläufst, so ein bisschen. Dann ploppt es auf. Ich kann früher nie, dass es so während des Kämpfens richtig in dich reinploppt. Ah, genau, ja.
Ja. Ja, erstmal genau. Ich meine, du kannst dir ein bisschen mehr Crit geben, aber du hast schon Crit genug. Also 48 lass erstmal. Genau, hast gesagt. Ich würde es halt 56 sind, glaube ich, eine gute Cap. Aber jetzt mach erstmal das 8. Ich sehe es gerade. Also halt ein bisschen versetzt. Wird jetzt erstmal in die Mitte gehen, zu deinem Stabexperte. Weil der ist wichtig. Ja, der ist für dich nämlich wichtig. Ja, ich würde fast so wie Elementarexperte halt auch Vollgas. 75, guck mal, wie viele Punkte das wären. Genau, mit dem Taumaturg würde ich dann halt auch. Aber guck jetzt erstmal, was der so 75 macht oder so. Oder 70, was du dann freischaltest. Schlachter oder irgendwas. Ja. Ja, also da würde ich höher gehen auf jeden Fall. Das würde ich jetzt. Ja, 70 Punkte hast du da. Hier übrig. 5,1, ja wunderbar. Und wie viel Prozent ist das Stabexperte bei 70? Du bräuchtest dann vielleicht ein Pünktchen muss sein und dann vielleicht. Ja, geh mal bitte in die Mitte und mach da mal rund, dass das. Also nimm mal Taumaturg wieder die raus. Auf 41, was du hattest. Also. Ja, dann mach mal einen Viertel, dass du wieder diese Kette hast. Ja, genau, und dann bist du bei wie viel? Wunderbar, und jetzt, wie viele Pünktchen hast du noch? Und da würde ich vielleicht, wie viel, wenn du 3 Punkte setzt in Taumaturg, bringt das was? Nee, ne? Guck mal, ob du dann 1% höher kommst. Nee, ne? Dann würde ich in Magie-Erosion vielleicht 11 setzen. Oder guck mal, was Elfenblut macht, ob du da einen Cap höher kommst. Aber dann würde ich fast schon in Magie-Erosion um. Latte 19, ne? Das ist dann, ne? Tritt mal die 8 lassen und echt Elfenblut an diese Platte. Ja. Ja. Den habe ich eigentlich immer. Allein durch das Blocken. Warte mal, dann wechsle ich gerade mal auf den Elektro-Klammern. Nee, nee, kein Problem. Ich war eh fertig. Ich guck dir halt ein bisschen zu und sorry, das ist halt echt zu verzögert. Das. Du redest und dann so, okay, ja, und dann bist du. Also, ja, das ist nice, was du da hast, in dem roten, im mittleren 75, 75. Das brauchst du auch für den Mahlstrom. Was hast du nur bei. Aber da würde ich eher anstelle von schneller, obwohl. Aber ich würde eher, weil du doch eher mit dem Schild, nee, rechte Seite, okay, das sehe ich jetzt nicht. Ich würde eher die 11 Punkte in Bastion setzen als in schnelle Erholung. Weil du hast ein gutes Schild und da würde ich eher lieber die Prozente rausholen. Deine Kraftwoge halte ich eh schon hoch. Es stimmt schon, dass für diese schnelle Erholung bestimmt für die Mahlstrom sehr gut ist. Aber wir haben echt so eine Top-Heilung. Da würde ich eher in das Schild, weil du kämpfst und Schild ist eher, dass du überlebst, als dass du drauf setzt, dass wir jetzt schnell. Also ich zumindest regeneriere. Ja, ich will ein Schild haben, will meine Kraftwoge zünden, dann bin ich eh bei 100. Das fällt mir gar nicht auf, ob das schneller da erholt oder nicht. Das geht man da so schnell, wenn alles kritmäßig klickt. Bruchteil von einer Sekunde. Wo bist du da? Wo?
Wucht ist meiner Meinung nach ein schwerer Angriff durchgezogen, oder? Mit einer physischen Waffe kann das sein, also mit so einer Klinge. Wenn ihr Wucht. Lauft denn? Ja, das ist wurscht. Aber Kriegsheer brauchst du halt. Und auch Kriegsheer, ja, je mehr. Guck mal, ja, allein in Raids und so, wie oft wirst du auf dem Boden gestunt und dann. Das ist schon in Ordnung, also Kriegsheer viel. Ja, warte, ja, okay, dann kannst du aber bei Kriegsheer auf jeden Fall rausnehmen. Ich würde zum Beispiel. Ah, ich gucke jetzt erstmal beim Elektro. Hier, wissen vorne. Also, ich habe, ja, ah, geil, ja, ich, ja, mein Lieber, ich habe 64 in Arcanist, 75 in Tät. Ja, dann habe ich 34 in Kriegsheer. Hast du? Dann 2 in Sprinter, gib die mal. Ganz cool. Wir haben, kriegen dann 1, also du bist auf jeden Fall 1% schneller. Das finde ich ganz cool mit unserem grenzenlosen Sturm. Und dann gehst du auf 75 Punkte in. Ah ja, ich habe echt 75 Punkte in Gelenkigkeit. Und gar nicht aufgeteilt mit Block und so, ist mir egal. Ich kann auch so blocken. Er ja, macht 75 Punkte schön. Ja, ja, musst du haben. Ansonsten holst du echt nur Schrott aus. In normalen Raids kriegst du echt fast gar nichts. Aber kriegst du so. Taumatur? Ich kann ja was sagen. Ich habe 48 Elfenblut. 50, also das habe ich, glaube ich, genauso wie er. 48 Elfenblut. Elementarexperte 8, 75. Magie-Erosion 8. Sub-Experte 33. Waffenmann. Nein, 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 mach das nicht. Weil wir haben doch, nein, wir haben doch festgestellt, du bringst nicht so aus dem Kleid. Das Ausnutzer, ich würde das echt erst machen, wenn du einen Blitzstab hast. Ohne Witz. Ich würde jetzt erstmal die mit den, und glaub mir, teste es mal. Ich glaube, mit deinen schweren Angriffen und so und leichten Feuerangriffen, die du praktisch dann in deinem, auf der einen Leiste machst, die du setzt, müssten das mit unserem Set gute sein. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, deswegen lass mal deine 71 da, was du da hattest. Blau würde ich jetzt gar nicht mehr anfassen. Blau war jetzt gut, 51. Ich kann dir sagen, was ich in Rot habe. Ah, da habe ich. Ah, siehst du mal. Guck mal. Ich habe 81 unangreifbar. Ja. Magieschild. Du musst aus dem Mittelangel. Mach mal da auf 79, 49 beide. In der Mitte. Abgehärtet. 49, 49. Dickhäutig 48. Und dann gehen nochmal in greifbar ein. Nee, nee, das mit dem 75, ich glaube, das macht er sogar so. Ich finde das. Ich bin unsicher. Ja, mach mal. Und Magieschild 16. Ja, ja genau, musst du Bastion auf 7 stellen. Mal testen. Ja, jetzt hast du alles so wie ich, aber Stab-Experte, da warst, also in Blauen hast du einen Unterschied. Aber finde ich einen interessanten Unterschied. Dafür, dass du ihn nicht hast. Das ist, würde ich mich mal interessieren, ob du jetzt sagst, ja, ich meine, du hast jetzt nicht viel getestet und du wirst ja, auch das Set ist ja noch nicht fertig, so wie ich gehört habe. Ne? Ja. Und aber du hast alles. Ja genau, aber die Ringe und so ist alles schon jetzt.
Beispiel in der nächsten Arena ist dieses Set meiner Meinung nach der Oberhammer. Das ist. Lambada tanzen ist es. Kann mir ja deine Damage-Zahlen angucken, komm. Ja, du kannst es auf den Boden schmeißen. Hoffen wir, dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. Ja, aber krass, ne? Hast du gesehen? Jetzt hab, da war jetzt ein Tod. Der Schuss ist tödlich, ey. Von dem, der Orangen. Wenn diese zwei Dinger kommen, würde ich die auch in der relativ in der Mitte halten. Dass sie so mittig kommen, gar nicht so in die Außenpredouille bringen lassen. Schön. Ah ja, sehr schön. Ja, ich sehe sie jetzt. Kommen sie gerade raus. Wonderful. Wieder raus. Kommt er? Ist er schon? Ach, nein, hast du dann doch nicht geschafft. Egal, neue Runde, egal, für den kannst du jetzt trainieren. Bist du schön da? Mag die Runde hier überhaupt nicht. Ah, krass, ja, du hast es. Du gibst alles frei. Good luck, mein Lieber. Nice, ich sehe, bin halt mit im Kampf und ich wollte nichts sagen, aber du machst das sehr gut. Sehr, sehr gut. Ey, nice, Bro, man. Ich muss schon. Nice. Genugt. Was, ey, schöner Kampf, Feind. Sauber. Und siehst du, er hat sich ganz anders verhalten. Die Leute kamen wieder, die haben nicht geschrien. Eben sehr schön. Das, Feind. Nice. Good job, man. Du machst das voll easy. Das ist easy. Soweit kam es jetzt noch nicht, ne? Sehr schön, Heinz. Glückwunsch, ey. Ohne Witz. Hast du schön gemacht. Sehr schön. Da gebe ich den Tipp. Du musst die, diese Statuen, die eingeflochten sind, musst du befreien.
Und ich gebe dir einen Tipp, stell dich immer eigentlich dahin. Bin ich so, dass ich unbedingt mit Bruchteilen eigentlich den Damage auf dem Boss. Ich kann mich auch erstmal hinbewegen. Also das heißt, zieh dir immer die Typen in. Ah ne, ach da bist du schon. Ach, du bist ja schon an der Spinnendings gewesen. Hier musst du die Runen, hier alles platt machen. Hier musst du wissen, wo die sind. Aber das sage ich dir gleich. Komm erst, ich lass mich erstmal hier kämpfen. Jede Runde endet praktisch damit, dass ein Boss kommt und dann musst du vorher immer erstmal die eine Statue kaputt machen. Eine Statue wird geschlossen sein und du musst sie erstmal kaputt machen, damit du überhaupt Leben auf ihn kriegst. Das Übliche, einfach dahin laufen, Schaden drauf machen ein bisschen und dann geht es kaputt. Du siehst jetzt diese Flammendinger, die sind wichtig, weil die werden dich töten, da musst du wissen, wo die herkommen. Da muss ich mich erstmal auf. Jetzt guck dir erstmal deinen ersten Boss an. Bist du schon? Stimmt, das eine hast du ja schon. Nice, ey. Guck, siehst du, das Ding ist jetzt kaputt. Ganz. Jetzt wieder kaputt, wie alle anderen auch. Ja, die müssen beim Endboss musst du jeweils immer alle drei kaputt machen. Bei diesem Zwischenboss musst du immer nur einen kaputt machen, damit du ihn bekämpfen kannst. Die sind immer offen und wenn die Endboss-Runde kommt oder die Boss-Runde kommt, schließt sich praktisch mal eins und beim Endboss alle drei. Das heißt, erst die Dinger kaputt machen, dann würde ich den Boss mit Ulti zum Beispiel auch bekämpfen. Aua, das muss schon unterbrechen, also die sind hart. Okay. Gibt es eine tückische Stelle? Ja, okay, ich bin voll versetzt. Ein Ding ist wieder zu. Ach so, ja. Ja, das ist eigentlich eine Chill-Out-Runde, wenn du weißt, also die ist ziemlich nice eigentlich. Als Vampir natürlich. Hättest du wahrscheinlich 10 Minuten auf den eingeprügelt, ne? Muss aber sagen, also der Damage ist doch nice. Also der, was ich da so sehe, wie die platzen. Sind sie irgendwie drunter, mein Lieber? Bist gestorben, ne? Ja, du musst im obersten, also wenn du reingekommen bist, oben rechts, da ist die Truppe mit den Flammendingern, die du kaputt machen musst. Achso, das ist ja erst die Endboss-Runde. Flammendinger, das sind die, die dich killen dann, wenn du nicht weißt, wo die sind. Ey, eins sauber, ich bin richtig stolz auf dich, wie du den kaputt gemacht hast. Lieber Schwan, ey. Erste Mal, also ein neue Kampfstil, hab beim ersten Mal gelegt. Nice. Siehst du mich in den Zuschauerrängen sitzen da oben? Ja? Ja, so geil, wenn man wirklich da oben sitzen könnte. Weißt du, also du siehst, wenn man zuschauen könnte im Game. Das wäre geil und du würdest mich vielleicht echt da oben als Charakter so in den Zuschauer. Das wäre so abgefahren, aber das Spiel hat ja. Naja. Erstmal den Magier, immer den Flammenmagier zuerst killen. Kann ich dir als Tipp geben. Ah, lieber die Zeit sparen und ein bisschen rennen. Eins machst du aber. Very, very nice.
der Scholli, ey. Muss ich mir langsam Gedanken um meine Punkte, meine Bestpunktzahl machen. Kauberheim. Und der Endboss. Endboss, Endboss Arena. Ja, da kommen jetzt. Das ist die Runde. Böse. Der Anfang ist halt ätzend, wenn du nicht weißt, wo die kommt. Da, wo du standest eben, ist eigentlich perfekt. Ja, da sind wir. Ja, sehst du. Da musst du hinrennen, wo du gerade gestorben bist. Oder vielleicht auch nicht gestorben bist, sorry. Sauberheim. Gibt's ja gar nicht. Genau das meine ich, das ist die brutale Stelle gewesen. Das ist nicht gut, ey. Nice. Jetzt. Ah, das ist schon der kleine Boss. Heb dir die Ulti auf am besten. Für den Endboss. Dass du, wenn die drei Dinger kaputt sind, dann wird er nämlich so gestunt. Dann rotzt du die Ulti auf diesen Boss, weil nur in der Phase kann er gekillt werden natürlich. Und dann ist es eigentlich manchmal mit dem einmal gemacht. Bei ihr musst du immer, sage ich dir, die musst du eigentlich immer, du musst immer rennen eigentlich. Du musst immer ein bisschen Abstand halten. Das ist eine Drachenritterin, die zieht dich ran, wird dich an, also das ist der Vorboss dazu, glaube ich. Genau, die ist giftig. Egal jetzt, also beiß dich da durch, die ist giftig. Aber bei der musst du Abstand halten. Eher rennen und die rückwärts den Boden hinlegen und sie langsam killen praktisch. Immer auf den Flammentypen. Im ganzen Reich des Vergessens gibt es nichts Vergleichbares. Nice, aber diese eine Truppe macht sie gut weg hier, diese Flammen-Magier-Truppe. So, guckst du schon, achso, ja, ist scheiße, ist versetzt. Das Ding schnell kaputt, den Stein, je schneller du den Stein, besser eigentlich. Und Abstand halten vor ihr. Die arbeiten mit allen Drachen, mit der Standard, allen. Baubers. So, genau. Da gebe ich dir nur einen Tipp. Du musst ganz schnell alle drei Dinger kaputt machen. Wenn du beim zweiten auf zum dritten und nicht so schnell bist, das wird wohl eher sein, wird auf jeden Fall so ein Flammending, so ein Flammenmagier kommen. Den würde ich erst machen, bevor ich den dritten dann kaputt mache. Weil die Zeit nutzen, dass die, dass alles offen ist und du Vollgas auf die gehen kannst. Und da darf sich nicht um jemand anderen kümmern müssen, weißt du? Deswegen warte eigentlich, weil die ist jetzt nicht so stark. Da ist ein Flammenmagier, da würde ich jetzt eine Ulti reinlegen. Ah, du hattest eine schöne Zerstörungsstab-Ulti, die hättest du die ganze Zeit werfen. Warte, da wären die nämlich fast unten gewesen, würde ich sagen. Ah, jetzt kannst du einfach das Spiel nochmal machen. Einfach gar nicht um sie kümmern, nein, die Dinger kaputt machen, die drei Dinger wieder, die ziehen wieder zu. Gehen nämlich in einer Zeit jetzt wieder zu. Wieder alle drei, deswegen rennen jetzt einfach. Mach die Dinger, knall die ab, mach ihn platt, wunderbar, er ist schon da. Und guck, dass die Ulti voll ist, dann für die dritte Runde, genau. Sehr schön. Wenn eigentlich immer um bis die Dinger kaputt machen. Das, ah, ein Flammenakku ist, glaube ich, da. Jetzt auf ihn, auf den Boss. Wenn der dritte Stein da ist, darfst du nichts anderes machen, als auf den Boss gehen, sage ich.
Ja, und wenn andere Extras sind, die unangenehm sind, und der Magier ist unangenehm, die Flammenatros eher nicht so, ja, dann musst du es halt zwischen zweiten und dritten Steinen schon kaputt machen. Man muss halt kurz Damage-Stop auf dem dritten wegmachen und eher dann die Adds killen und danach den dritten, damit du Gas geben kannst. Oder du setzt. Ich bin aber jetzt mal ruhig, Hans. Weil du es versetzt, das ist ja eher nervig für dich dann. Oh Meister. Sauber. Erst immer das Add erst platt machen. Erst das Add platt machen. Das Magier-Add, also der Flammenmagier, der wird dich wie in der Drachenstern. Ja, genau, den musst du killen. Und der kommt meistens immer kurz bevor du das dritte platt machen möchtest. Wenn du halt ein bisschen langsamer bist, wohl schon beim zweiten, dann würde ich wirklich immer Augen nur auf den, einfach wie rennen. Und mir die Zeit nehmen, die Adds erstmal zu killen, bevor du das dritte kaputt machst. Und dann halt diesen. Das Flammen. Also, ich sag's dir gleich. Das passiert mir auch voll oft, weil ich danach. Jetzt würde ich zum Beispiel, ist halt verzögert, erstmal umschauen. Da ist nämlich ein Portal. Guck, jetzt machst du es schon kaputt. Da kommt aber ein Portal. Guck, und jetzt ist es. Jetzt willst du ihn legen. Aber guck, der Flammenart, hast du es gesehen eben? Ja, bist du gestorben da. Ach so, genau. Aber guck dich da erst um, bevor du den dritten kaputt machst. Komm. Dann gehst du zum Portal und ballerst das, was aus dem Portal rauskommt, kaputt. Du rennst hin und machst es kaputt. Und dann rennst du erst zu deinem dritten. Damit du dann in Ruhe praktisch den Boss, der dir ja eh hinterher rennt. Wisst was, Mann? Die Apps sind die, die dich killen. Das heißt, bevor du die Freigabe hast, den Boss zu killen, mit dritten Stein, muss die Fläche relativ breit sein. Ich sag dir, das Magier-Flammen-Add mehr. Ich sag, die Feuer-Akkus machen halt ein bisschen Feuerschaden. Deswegen, also guck auf das eine Portal, wo das Ding rauskommt. Kommt eigentlich immer so in Runden, immer wenn die zweite Dings passiert ist. Da ist er schon. Genau, und jetzt gehst du schön zu dem dritten und rotzt alles da drauf, was geht. Und du musst dich halt beeilen, sonst denke ich mal, so ein Timer, da kommt halt wieder ein Ad. Das ist so gut wie vorbei. Das ist halt einfach ein Laufspiel. Jetzt umdrehen, Vollgas, ich hätte mich schon vorher umgedreht. Achso, das ist das Foto. Aber genau so, Heinz, also diese Runde. Assen? Warte. Es ist zu. Guck, das eine ist jetzt wieder gleich kaputt. Wenn ich weiter schon, mit dem schweren Angriff nach hinten. Oh nein! Abgewogen muss er an. Schön, schade, ja. Du musst dich entfernen sofort wieder. Also immer den eigentlich rennen lassen. Die herrennen lassen. Aber schön, genauso eigentlich. Ja. War eine gute Runde.
Aber eins, ich bin stolz auf dich. Was für ein Spiel. Genau so. Umdrehen an den Stab, damit du gleich die Sicht auf ihn hast. Ja, genau, ja. Erstmal die Flammen Arthurs in Ruhe lassen, die interessieren jetzt nicht. Jetzt interessiert der Boss. Die Arthurs würde ich halt danach, wenn die wieder zu sind, schnell kaputt machen, weil die ja schon Schaden machen, aber die sind lange nicht so wie der, das Ed, was dir praktisch alles versaut. Das ist ja mal. Ja, am besten macht er. Ja, wunderbar. Uli drauf, alles drauf. Ja, ist es auch. Ist es auch. Die kannst du im ersten Schlag kaputt machen. Ja, Magier. Hat er dich doch gekillt? Nein, oder? Nein, ich darf eine Sache sagen, du hattest sie ja eben fast bei dem einen eigentlich schon. Die hättest du eigentlich schon haben. Diese letzte Aufmachrunde hättest du gar nicht mehr machen müssen. Wenn du jetzt dritte aufmachst, ja, also den dritten kleinen aufmachst. Du hattest Ulti voll und hast schön alles vorher die Flammenabbruchs platt gemacht, du hast den Maria platt gemacht, du hattest freies Feld. Das heißt, ich würde dann in dem Fall natürlich die Ulti voll auf diesen Stein legen, alles hinlegen, dann umso schneller schmilzt der Stein weg. Die läuft voll in ihren Schaden praktisch schon, ist drin. Und so hast du eben 5 Sekunden locker eben verloren. Ist praktisch, also 3 Sekunden hast du eben verloren. Gehabt. Das war, die war tot eigentlich in der Runde. Wollte ich schon loben. Ja. Aber du hast das ja, genau, bei dir ist das Movement alles nice. Du, ja. Ja. Ich spiele jetzt mal. Guck. Ich koche euch die Augen im Kopf.
würde ich mein Geld zurückverlangen. Guckt ihr zu? Nein, sagt es nicht, das ist Wasser. Hol die Ben. Boah, das habe ich auch noch nie gesehen. Hä, was war denn das? Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie lange. Das war jetzt nicht so lang, aber das habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Aber das? Dieses feurige Untergang. Ich kann sein, dass... Was steht denn an Hinweisen da? Ich bin unsicher, ob die Phase vielleicht zu lange gedauert hat. I don't know. Also ohne Witz, das habe ich noch nie gesehen. Das war ja wie bei dem... in Fußballschmiede über die ganze Insel hinweg. Das ist ja... Hast du gesehen? Das war ja Amok. Nee, I'm sorry, halt. Schneller machen. Gas geben. Aber das war schön gespielt eben. Hast gut gemacht eigentlich mit diesen souveränen Gruppen. Könnt ihr halt die Show, wie man showmäßig startet, könnte ich dir mal verraten. Also wie du es ganz richtig machst. Probier den jetzt nochmal und dann leg dich mal ab und dann können. Da musst du aber eine Ulti die aufheben. Ja, aber Kill, probier's das natürlich so. Warte mal. Halt, wo findet ihr diese Schwächlinge? Okay.
Very nice. Es geht weiter. Geht weiter. Viel Spaß. Du warst auf dem richtigen Weg auf dich. Ja, du warst auf dem richtigen Weg. Oh, schönes Wetter. Wer bei uns ist bewölkt gewesen? Kumpel hat gefragt, ob schwimmen gehen heute. Ja, so. Vorbereitet. Hab, ja, also waren es die auch, aber ich habe echt runtergekühlt. Dann. Oder heute Nacht. War ich gerade. Ey, ich habe das Ding jetzt aus der Kiste gefunden, Lampris. Aber ich kann es nicht in die. Ah. Sammlung. Ah, das ist eine Sammlung. Wo ist die denn? Ach, da. Ich. Ja, genau so. Sauber. Jetzt wieder von ihm weg. Immer schön Abstand halten vor euch. Den einen, den du praktisch da am kaputt machen bist, weil er schon steht. Im rückwärts auf einen schweren Einfluss praktisch zerstören und dann sich auf die. Ja. Sehr schön. Genau so rein. Ja. Genau so rein. Genau so. Siehst du voll. Hm? Ja, eine Pause machen und voll einfach gucken und die Flammenatros haben dich noch nicht mehr interessiert dann. Du hast es perfekt gemacht mit dem Magiern dann. Das war perfekt. Was denn? Ah, da sehe ich noch nicht. Oh, da musst du jetzt. Es geht eigentlich. Es kommen so deine Boss, also so Leute, die auch dann natürlich auch beim Endboss sind. Und zwar wirst du den Detrot kennenlernen. Ja, das wird so dein erster Boss, glaube ich, sein. Gegen der wird immer der, wenn es ein Endboss, der wird kommen, den wird er holen. Sag mal zweimal in der Regel, wenn es dann drauf hast. Ja? Und dann ist der auch immer Priorisierung. Du wirst diese Nachtklingen und so Bogenschützen, diese Engel, die goldenen Engel sollst du immer nehmen. Die weißen Engel, die da sollst du dich entfernen, die goldenen Engel. Bei Endboss kann ich dir gerne Taktik verraten, wenn du wieder runterkommst. Eine sehr einfache Vereinfachung. Genau. Also hier gibt es noch nichts zu sagen. Wenn du drei Engel hast oder vier Engel, kannst du so eine Synergie und dann sind die kurz gestunt. Und das ist manchmal ganz gut. Das hält so, ich glaube, 30 Sekunden oder so kannst du es machen. Da ist der erste Boss. Der wird Feuerschaden machen. Das ist eigentlich wie in Weißgoldturm. Der hat aber nicht so einen ganz harten Schlag, aber das Feuer ist Feuer. Das killt dich. Genau, das war die erste Runde. Gute Runde, also ist relativ gleich. Ich sag dir einfach, wenn du vielleicht jetzt auch stirbst, dann erstmal. Ja, guck sie erstmal an, das geht eigentlich. Sehr schön heimzählen, ne? Am Gucke. Gucke. Sehe noch nichts, warum? Hä? Ja. Aus der Todesrückblick macht Spaß. Manchmal war das der Feuermagier, da sterbe ich auch manchmal. Ich glaube, der spuckt Feuer vor dich. Ich glaube, je näher du, weil es auch bei mir war, da war ich ganz nah bei ihm. Kann sein, dass je näher du dran bist, dass je der Feuertyp da, also die sind nicht ernst zu nehmen, aber wenn du dann von diesem Feuerstrahl getroffen bist, kriegst du auch Schaden. Ich bin da auch schon mal gestorben. Ich kann mir vorstellen, je näher du bist, desto härter ist das.
Oder du bist genau aus der Öffnung. Hast schon mal nicht Birnen, das lernen die mal kennen jetzt erstmal. Ich will immer so ein Dreierpack. So ein Nachtklinge, so ein Magier und. Weiß ich nicht. Ich wette, das wird seine Spuren hinterlassen. Diese gehört mir, Schwester. Ich das liebe. Detroit kommt. Detroit ist immer dann zu priorisieren. Und da immer eine Rolle, eigentlich eine Rolle blocken, also blocken und Rolle und genau. Ah, ja. Schön, 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 schön. Taste dich mal vor. Gib 5 Runden, dann kommt die Endboss-Runde. Oder ich. Nee, die 5. ist die Endboss-Runde. Theater der Verzweiflung, da habe ich mal ein ganzes Wochenende drin verbracht. Also einen kompletten Tag und dann am Sonntag, so wie jetzt, der Uhrzeit ungefähr, habe ich es geschafft. Sehr schön. Guck, der Schuss hat den goldenen, den Feuerschuss gesehen. Ich glaube, der war das. Je näher du dran bist, kann ich mir vorstellen. Schaut euch diese erbärmliche Sterbliche an. Nein, nein, machst du dich gut. Nächste Durchgang sollte denkwürdig werden. Er ist brutal, der Okan. Mal schön aus den Flächen raus. Schön. Heinz, es gibt irgendeine Runde, da kommen die, das wird auch dann in der Endboss-Runde einmal passieren, das ist eher uninteressant. Aber dann gibt es eine Runde, das ist einfach wie so eine Mechanik, die zu zeigen, die halt dann auch mal kommt, ja. Dann laufen die so von da oben vom Rand so wie runter. Maximal 2, ja, aber so relativ lang. Die musst du ganz schnell platt machen, also eigentlich immer dahin gehen, schon Bahn zu runterlegen, die laufen so langsam runter und werden praktisch was beschwören. Und je, das ist ein Zeitding, wenn du je länger du da lässt, umso schneller beschwören die da, oder dann beschwören die halt dann auch irgendwann mal ein. Das heißt, die musst du killen. Das ist so ein kleiner Endboss schon, also der fällt sich schon relativ für dir. Letzte Boss. Ja, ja. Und jetzt zu einem neuen Versuch. Ja, der Okrem ist auch heavy. Der Feuer-Okrem. Schade. Schade. Ja. 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 Mm-hmm.
Du machst das super, Heinz. Also muss ich echt sagen, du machst das sehr gut. Ah, schade. Ah. War Feuer, ne? Schade, ja. Machst du richtig gut. Ohne Witz. Also dafür. Erstmal dann. Das ist sehr, sehr nice. Die musst du ja einfach merken, Kraftwoge im vorm Kampf immer anhaben und merken, gerade dir, die was passiert in 30 Sekunden, dann ist sie immer noch an. Ohne Dachfrack. Und dann merkt sie einfach gar nicht mehr dann an Kraftwoge denken. Nur noch Fläche, Blitzfluss, sehen, Schaden, Bild, Schaden. Sorry, ich babbel mal mit so viel. Mach's super. Schaut euch diese erbärmliche Sterblichen. Was denn? Er ist da eingeschlagen, wo es wirklich zählt. Und jetzt zu einem neuen Ja, das hat er voll. Ich glaube, wenn die auch das Goldene bekommen, also was heißt ich glaube, also wenn die das Goldene bekommen, auch der Endboss, werden die natürlich auch stärker. Deswegen, also die, und wenn er praktisch 3 von den Goldenen bekommt, ja, dann wird er extrem stark, dann wird er praktisch enraged. Das müsst ihr nicht sehen. Das passiert nicht oft, ja. Schön. Ich glaube, das ist die Runde, wo die da so runterkommen dann. Ne? Das Schlimmste kommt erst noch. Ja, das sind die. Die gehen dann runter und beschwören dann praktisch in der Mitte einen Aschtitan. Den wirst du nicht sehen. Wie die Opferwunde in der Drachensterne.
Am Rand ist gefährlich, da kommt nämlich die Lava noch. Oh. Das will ich sehen, der ist geil, wenn er da kommt. Ja? Hoffen wir, dass es diesmal keine so einzige Angelegenheit brennt. Wird. Bodens. Er hat angemacht. Ein Koloss ist es. Koloss. Okay. Oh, ja. No. Dort, es sieht aus, als würde. Ja, die Herausforderung ja. Versucht es noch einmal. Muss auch ans, also visieren. Die Portale muss wissen, wenn die da oben am Rand kommen, muss wissen, ich hab's vorhin schon gesehen. Ja, da musst du einfach hingehen, kurz die Bahn legen, schnell und dann zum Beispiel einen schon auf jeden Fall mal wegrasieren. Den Okrim dann und dann wissen, dass da halt noch eine runtergelaufen ist. Das ist dann fein. Endboss-Runde ist es ja. Also hier kriegst du deine Waffe. Nein, also es kommt noch auf jeden Fall. Du musst noch den ganz großen Arsch-Titan erstmal kämpfen. Die kommt danach und danach ist Endboss. Also mach die immer fertig, würde ich sagen. Wenn du die fertig hast, nach den Okrems kommt praktisch die nächste Runde. Ich glaube, die Bosse sind praktisch die Leute, die da runterkommen. Deswegen musst du die Portale eigentlich auch im Auge behalten. Das heißt, da musst du hinrennen, eine Bahn runterlegen und dich dann fast schon um den nächsten kümmern. Oder wenn der Okrim halt ist, dann abschätzen, was machst du erst. Genau, die musst du im Auge behalten. Das kommt. Da musst du die Portale sehen. Die kommen weiter oben, die Portale, ganz am Rand.
wir, dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. War das Eisskelett, also das Eis, der Geist, der hat dich auf 20% runter oder 10 und dann hat er dir ein bisschen Feuer gegeben. Ihr werdet lernen, was Schmerz bedeutet. Ja, gut. Hi. Ehrlich, wenn ich so Schild jetzt hier so eine Synergie sehe, würde ich die mitnehmen. Oder die Waffe, die boostet dich nämlich voll nach, zum Beispiel jetzt hier Angriff, würde ich mir schon jede Runde mitnehmen. Jetzt hab ich euch, Schwächling. Der führt was aus. Ich will gar nichts. Hoffentlich. Da kommt der auch hin jetzt. Nice. Sauer. Sauer. Der auch hin jetzt. Oder? Und wieder eine, jawohl. Ne, ist ja auch. Ja, Kati hilft dir das so. Nein! Du hattest sie doch beide gemacht. Schade! Nein! Ja, die goldenen Geisterfolgen würde ich mir eigentlich immer direkt erst nehmen. Die kommen immer regelmäßig. Also in diesen Zwischenrunden. Die musst du dir ein bisschen im Auge. Du siehst, es kommen oft, die müssen eigentlich, der darf gar nicht runterkommen. Der darf gar nicht erstmal ein Portal. Da oben läuft zum Beispiel einer. Guck, oben links, da, der ist schon längst hingerannt. Das will ich, wenn du siehst, dass da oben Portale, solltest du da hin, weil das ist ein Zeitcounter. Weißt du, wenn jetzt drei Leute immer mal so 3 Sekunden doch mal Ritual machen dürfen, da, ja, dann kommt der. Wenn du aber zwei davon schon weglässt, davon abhältst, ist nur noch einer und der muss dann 8 Sekunden oder wie sind, weißt du? Da oben läuft einer. Ah, ja, und bist versetzt, das war der erste. Genau so.
Ja. Nein, das ist einfach wissen, wo die Dinger kommen. Zum Beispiel jetzt, weil du bist gestorben, da waren jetzt Magier, zwei Magier, die hast gedacht, ich glaube, ich habe auch kurz gedacht, ah, da ist einer unten, ist aber gar nicht so, das war einfach nur eine Magierin und der D-Trott war in der Runde da. Weißt du, ich kann das ja auch nicht aus. Man muss einfach nur wissen, wann, wo, wer kommt und dann ist eigentlich, und dann die Prioritäten. Zum Beispiel, ihr habt in der Runde immer die runterlaufende Priorität, aber wenn D-Trott kommt, erstmal der D-Trott zum Beispiel. Weil der du hast gesehen, genau. Der hat dich erstmal anlaufen lassen, das heißt, der spuckt dann direkt Feuer, anstatt dass du auf ihn gehst, du ihn schon bearbeiten kannst und dann nach 3-4 Sekunden macht er sein Feuer. Und der eigentlich manchmal gar nicht dazu kommt, weil wir den Schaden machen, dass er eigentlich gar nicht dazu kommt. Wenn du dann voll drauf gehst auf den, kommt er gar nicht zum Feuer machen. Das ist es. Denke ich. Weißt du, um wissen, wo die kommen, die Portale im Auge behalten, das habe ich gelernt, dass man da unheimlich viel Bingo machen kann, einfach vorher schon. Genau, und dann einfach schon weitergehen kann. Am Rand zu stehen ist, by the way, auch saugefährlich, weil da kriegst du diese Lava-Fetzen ab. Man, muss man auch manchmal machen, aber da sollte man eigentlich dann rollen können in dem Moment, so dass du da echt wieder rauskommst. Geist, du rennst mehrmals in diese weißen Geister rein. Du bist ehrlich, mit dem Schuss ist das Feierabend. Ah. Vampir 4? Ja, wenn, dann kann man sich überlegen. Vampir Level 2. Zumindest, du kriegst halt nur Feuer jetzt ab, ne? Also vielleicht machst du Vampir 2, I don't know. Ah, mach erst mal so. Jetzt hab ich euch, Schwächling. Oh, das ist der D-Trott. Schön gemacht. Komm, komm, komm. Ah. Ja, aber guck dann auch mal Todesrückblick, was das alles war, weil ich glaube nicht, dass das nur Feuer ist. Und hast du den mit Bravour bestanden. Jetzt ist eher hektisch und ich glaube, da ja, sind manchmal die Dinger dazwischen. Ich glaube, eben könnte ein Geist auch dazwischen gewesen sein. Diese gehört mir, Schwestern. Nächste Durchgang sollte nichts für dich werden.
Das bedeutet da. Und die Herausforderin kehrt für einen neuen Versuch zurück. Wird so kreisende Rollen machen um den herum, dass sich dreht. Und jetzt hier kriegst du die Lava halt ab. Die Lava-AOE kriegst du noch dazu. Ich würde mich mit dem nicht immer da an den Rand. Das ist saugefährlich, mit dem am Rand zu gehen. Mit dem Depot. Geh mit dem Depot nicht an den Rand. Ja, ich würde mit dem Depot nicht an den Rand gehen. Ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, da bist du jetzt am Rand gewesen mit ihm und ist auch gestorben. Da kommt halt die Lava noch da hinzu. Und die stand dich auch, also das kann ich, wenn du da drin bist. Super, super. Ja, aber es ist alles vertreten, also nimm das mal nicht so auf die leichte Schippe. Guck mal, ob du, ich meine, du kannst hier ein bisschen mal testen mit dem D-Tot. Gar nicht mich jetzt so besinnen, das alles zu rotzen, sondern einfach gucken, wo kommen die und dann auch vielleicht, wo der D-Tot herkommt, weil das ist vielleicht auch ein interessantes Portal, da direkt zu sein. Und dann, dass du mal grenzenloser Sturm, Kraftwoge, Bodenschnell der Zeit, dann umdrehst, schildest, die Schilde sind 6 Sekunden Schild und dann halt Gas, ich meine, das ist ja voll alles drauf in dem Moment. Und dann mal gucken, wenn er Feuer macht, einfach mal geblockt stehen bleiben. Geblockt, ob du das durchhältst. Das würde mich mal interessieren. Könnte nämlich, also genau, ich glaube, das sollte gehen, wenn du praktisch. Ich gebe den Tipp, wenn du zu diesen anderen gehst, also zu denen, die runtergehen, leg eine Fläche hoch, aber lass dich nicht beirren, da hoch zu gehen. Bleib mir in der Mitte, dass du zentral eher als bündelst und die silbernen Geister kommen siehst besser. Und dann halt einen schweren Schuss runterlaufend diese Beschwörer da kaputt machen. Ja. Oh nice. Ich hab Geld von meiner Gilde bekommen, weil ich Rang 17 in der Galactic Trade. Nice. Hab ich schon nie bekommen. Dann müssen wir verkaufen. Yeah! Schaut euch diese erbärmliche Sterbliche an! Sehr schön. Ja, bei mir buffert das Game. Ja. Oh, meine Batterie geht schon. Ach, deswegen. Ich glaube, da haben wir eine Batterie. Wir
werdet lernen, was Schmerz bedeutet. Ja, so macht man das. Es gibt nichts Schöneres als ein blutiges Vergnügen. Mark, darf man stören? Ein Gute, ja, na klar. Jetzt der Heinz. Ja. Genießt sie, das gefällt mir. Willst du weiterkommen, oder? Wirklich? Ah, okay. Also schon beim Arsch-Titan vorbei und so, oder? Ja, ja, kommt jetzt, der Arsch-Titan kommt. Dann kannst du live zuschauen. Wirklich? Nice. Nice. Ich muss mein Handy aufladen, jetzt doppelt sie so. Du hast der Ulti parat. Diese gehört mir, au. Da würde ich schon einmal freiwillig sterben, Ulti aufladen. Das ist okay. Was? Ich bin da immer als ohne Vampir eingegangen, was das? Dann leichter oder schwerer ist. Live oder? Ja. Der Arsch-Titan? Nein. Oh. Das geht. Ja, es kommt ein weiterer. Muss die Urkämpfe noch kaputt machen. Und danach kommt der Endboss. Nee. Guter Schmähreißer halt. Nein. Die Runde heißt doch Theater der Verzweiflung. Die wird doch nicht Theater der Verzweiflung heißen, wenn die nur den Arsch-Titan kaputt machen. Fix, du kauerst doch hier. Du musst doch noch die anderen Logenplätze kennenlernen. Die kennst du noch gar nicht. Ich verschwöre eure Tod. Mach schnell mal einen Tee. Ja, ich muss mein Handy laden, sonst hab ich nämlich hier ein Klangel. Im Match kommt gar nicht. Wo kommt denn Match? Ich seh's mal. Der Dead Rot muss sterben. Und dann ist Match. Ich weiß das. Ah, jetzt bist du ja schon beim Endboss. Aber noch nie eine Match-Crew, aber wir haben vorhin, da hab ich was gesehen, was ich noch nie... Unterbrechen. Ach, hier brauchst du einen Unterbrecher in der Runde, stimmt. Ja, ich hab die ganze Zeit Buffering hier. Jetzt hab ich's auf meinem Handy, einfach so. Was? Blocken? Blocken? Ich werde euch doch erwarten. Warte, jetzt brauchst du Ulti, jetzt kommt da Deadrot raus. Töte den. Ich bin noch Deadrot. Jetzt geh jetzt zu silbernen Plattformen dann. Und kill da dieses. Warten wir, dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. Wir schon wegkommen, also. Also. Ja, eben mit einem haben wir kurz nochmal in der siebten Arena, ne, bis zu vorne eingestiegen. Da, was mit dem, hat er gleich im ersten Anlauf ihn kaputt gemacht. Nice. Das ist nice, ja. Das war, hab ich schon ziemlich. Kannst du aber gleich am Anfang zum Beispiel gleich das Brutalitäts-
schnappen kannst. Ja, ich denke auch. Ja, dass du den extra Schaden machst. Ja. Die Axt oder. Ich würde immer aber gleich am Anfang schnappen und schauen. Und wenn du Ulti parat hast, ist halt nur geiler. Oder beim Runterkommen ist halt auch geil, die beiden zu haben. Defensiv und Totalität. Ja, das ist auch nice. Okay. Wobei ich mir mittlerweile, wenn man runterkommt, sind es eigentlich genau, also mit meinem Schaden genau 3 goldene Engel. Wenn ich mir die nehme, kommt beim Holen des dritten Engels, kommt der D-Trot, dann mache ich jetzt beim Weglaufen Synergie, eigentlich standardmäßig. Dann ist der D-Trot. Auf, jetzt musst du den Clanband dort zu dem goldenen Siegel schleifen. Den Silbern, ja. Silbernen da hinten, also geradeaus jetzt. Muss ich beeilen, sonst ist es weg, ja. Gib dir gleich einmal auf dem Weg dort die. Und schön mit da muss ich jetzt sterben. Detrot. Detrot. Noch eine Ulti. Was beim Detrot, da habe ich es immer so gemacht. Ich bin nicht vor ihm der V gelaufen, sondern haben immer umkreist und dabei geschaut, dass er stirbt. Genau. Du kannst hören. Nur bis ihr seht, was als nächstes kommt. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich eure Leichen nicht mehr auferstehen lassen. Ja, also ich fange immer gleich da ab bei der Axt. Das erste, das Energie schnapp und dann klatsche ich gleich mal Ulti drauf. Unterbrechen? Achso, nimm Unterbrecher schnell mit. Ja. Ganz wichtig, für den brauchst du auf jeden Fall Unterbrecher. Also ich spiele nur noch. Wenn du eine Ulti voll hast und alles hinlegst und einfach Damage-Test machst, glaube ich, dass du auf jeden Fall alles hinkriegst, so hochkommen kannst, ohne dass ein D-Trot kommt und ohne dass da so viel passiert. Der geht nur der Schlag, nur der erste. Den sollst du übrigens immer mal blocken. Der würde dich nämlich runterkommen, fertig machen. Boom. Ja, Heinz, siehst du, was ich kaputt stand? Die Lava am Rand. Du stehst da am Rand, musst aufpassen. Lava stand dich immer jedes Mal. Mach dich langsam. Darfst nicht am Rand mit dem D-Trot stehen. Das gebündelt ist relativ tot. Da, dies kann ich. Da kannst du stehen. Hast du gesehen? Das kam nicht sogar eben schon. Erste können dich halt ausstunnen. Glaube ich, oder? Genau, und die Geister halt, aber in Verbindung mit der Endboss-Arena ist eigentlich dann auch tot mit dem D-Trot. Weil es als fetzt sich ja schon eigentlich neben mir runter. Ja, jetzt ist glaube ich so Ulti dann ganz geil, wenn der D-Trot gleich kommt. Oder so, ja. Ja, oder die Taktik. Da immer nur Möglichkeit. Aber. Ja. Du musst selber einfach mal einen Weg finden, wie man da das am besten macht, so finde ich. Hängt da immer viel mit Klick und Situation ab, wer wo steht und. Da würde ich jetzt mal einen Ulti-Versuch machen. Würde ich nehm da gleich das Axtziegel auf. Also. Na, das muss gleich am Anfang nehmen. Da würde ich jetzt einfach gleich mal so sterben, einfach ohne Ulti verschwenden. Ja, und dann fangst genau da, wo das Siegel ist, bleibst bei der Axt einfach gleich stehen. Falls du hell wirst, grabst du gleich das Siegel, Brutalitätssiegel, Ulti drauf und AOE drauf und schauen, wie weit das geht. Ja, da geht er hoch, ohne dass da irgendwas kommt. Optimalfall. Ja. Du kannst dir das auch merken. Das Brutalitätssiegel ist auf der rechten Seite, wo der größte Abstand zwischen die Siegel ist. Also ich glaube eher ungefähr da, wo du jetzt gestanden bist. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder auferstehen. Und vielleicht auch interessant, du musst so 75% machen. Also 75%, dann geht er hoch.
passen. Ja, dann wird's auf der rechten Seite sein. Ja, dann unterbrichst du auch, dass du den unterbrechen musst. Der springt zwar weg, aber der geht dann hoch. Und wenn du schnell genug bist, springt er weg und wird dann, weil er so viel Schaden schon hat, nicht den Detroit kommen lassen. Gelegentlich safe, es würde verlaufen. Nicht aus drauf kommen. Den silbernen schnell Boden hin machen, der geht schnell weg. Aus der Dings raus. Und ich achte. Und jetzt dann Enter drücken. Also hoch FE oder was. Musst du auf deiner Plattform stehen. Und da würde ich dir, empfehle ich dir immer, guck. Jetzt hast du den Detroit, kannst du dir schön und hättest dir sparen können. Du kannst schon nichts hoch. Ja, du musst einfach. Das ist halt, das habe ich lang, das war für mich Theater der Verzweiflung. Du musst den Clanbahn einfach bei dem Silberportal umbringen, dann kannst du Synergie drucken und dann portest du die rauf. Und also das der muss schnell gehen, weil. Es portet dich da jetzt rauf praktisch auf die zweite Ebene, wo der Endboss ist. Very nice, ja. Ja. Ja, genau, stimmt. Das war dann, ja. Da beim vorletzten.